Euer Hoheit, das ist Wahnsinn. Ihr solltet euch nicht solchen Gefahren aussetzen. Wartet hier und lasst mich eine stärkere Streitmacht ausheben. Unsinn! Dies ist meine Stadt, die Hauptstadt meines Königreiches. Ich regiere dieses Land und ich weigere mich, wie ein Dieb durch seine Gassen zu schleichen. Euer Hoheit! Seid still! Ihr wisst doch selbst, dass diese Geheimdienstberichte das Papier nicht wert sind. Ich will mich persönlich überzeugen. Anderlinge greifen an! Beschützt den König! Für die Freiheit! Tötet die Dolde! Der Großmeister! Wir sind gerettet! Ihr seid zurück, Euer Hoheit. Hoffentlich nicht zu spät. Euer Königreich braucht eure Hilfe. Ihr solltet wissen, dass Könige nie zu spät kommen, Chuck. Euer Hoheit, Flammen verzehren die Stadt und das Blut eurer Untertanen lässt die Rinnsteine überlaufen. Dies ist nicht die Stunde für Worte. Taten sind gefragt. Und was schlagt ihr vor? Gestattet mir, eure Armee zu befehligen und gewährt mir Handlungsfreiheit. Niemals. Nur über meine Leiche. Diesmal war es knapp. Nächstes Mal kommt meine Hilfe vielleicht zu spät. Ich hab genug gesehen. Velarad, zurück zur Burg. Was macht er denn hier? Er war urplötzlich da. Dafür scheint er eine Begabung zu haben. Was soll ich mit ihm machen? Er kommt mit uns. Ich muss etwas mit ihm besprechen. Hexer von Riva. Euer Hoheit, ich bin geehrt. Wie ihr euch sicher denken könnt, habe ich euch nicht aus einer Laune heraus hierher gerufen. Eine ernste Sache bedrückt uns. Ein Fluch bindet meine Tochter. Ihr sollt ihn aufheben. Ich habe alle versammelt, die helfen könnten. Devet war das letzte halbe Jahr der Adjutant der Prinzessin. Velarad kennt Adda seit ihrer Kindheit. Und Trismerigold ist wegen ihrer umfangreichen Kenntnisse der Magie und ihrer weiblichen Intuition hier. Sprecht mit ihnen und denkt über die Sache nach. Wir werden uns in Kürze wieder darüber unterhalten. Wie ihr wünscht, Euer Hoheit. In der Zwischenzeit bedürfen gleichermaßen bedeutsame Dinge unserer Aufmerksamkeit. Ich höre zu, Euer Hoheit. Hexer, stellt euch vor, ihr kehrt von der Jagd auf ein Ungeheuer, auf eine Kikimore beispielsweise zurück und müsst feststellen, dass euer Heim ein Hurenhaus geworden ist. Euer Hoheit. Ich bin noch nicht fertig. Eure Statthalter haben versagt. Ein Verräter will euch aus dem Haus eurer Ahnen vertreiben. Werdet ihr da nicht auch erzürnt? Würdet ihr nicht auch noch mehr Blut vergießen wollen? Verzeiht mir, Euer Hoheit. Aber Hexer mischen sich nicht in Politik ein. Ja, die berühmte Neutralität. Leider kann ich mir diesen Luxus nicht leisten. Beide Seiten haben meine Stadt zum Schlachtfeld gemacht. Beide werden gebührend bestraft. Ich verstehe, Euer Hoheit. Aber wie kann ich helfen? Für den Anfang könntet ihr etwas enthusiastischer darüber sein, einem König helfen zu dürfen. Ihr könntet mir anbieten, jeden zu töten, den ich tot sehen möchte. Vergebt mir, Euer Hoheit, aber... Schweigt, Hexer, bevor ihr noch zu viel sagt. Regenten reagieren ungnädig auf mehr als eine Zurückweisung. Ich bin mir sicher, ihr habt recht, Euer Hoheit. Ich muss mich um dringende Angelegenheiten kümmern. Sprecht mit diesen klugen Köpfen. Sammelt ihre Weisheiten. Und vergesst meine Tochter nicht, Hexer. Ich zähle auf euch. Ich werde es nicht vergessen. Mein Diener ruft euch, wenn ich mehr Zeit habe. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher.
beim letzten Mal sind wir aus Trübwasser hier wieder zurück nach Vysima gekommen und gleich in einen Krieg zwischen Orden der Flammenrose und Skoyatel. Und ja, wir sind nach Alt-Vysima gegangen und sind jetzt dort König Foltest begegnet. Und der hat uns jetzt auch gleich mit einem Auftrag oder hat uns gleich einen Auftrag gegeben, nämlich wir sollen einen Fluch von seiner Tochter nehmen. Ist natürlich die Frage, ob es sich dabei wieder um einen Striegenfluch handelt. Okay, und wir sollen mit den drei Leuten reden. Ich würde sagen, wir fangen bei Triss Merigold mal an. Denn, ja, Triss ist ja prinzipiell eine gute Bekannte von uns, sag ich mal, ne? Und mit ihr müssen wir ja eventuell auch noch wegen Alvin mal kurz reden. Was wollt ihr? Triss. Nennt mich nicht so. Die Leute könnten uns für mehr als Bekannte halten. Und ich kann nicht mit jemandem befreundet sein, der mir nicht vertraut. Da wir gerade dabei sind, wo ist Alvin? Ich weiß es nicht. Er hat sich trotz des Amuletts, das ich ihm gab, wegteleportiert. Ihr und diese Stümper von Troubadour seid wie verantwortungslose, kurzsichtige Kinder. Das wäre nie passiert, wenn Alvin bei mir gewesen wäre. Aber der Herr Hexer weiß ja alles besser und tut, was ihm gefällt. Triss. Ich sagte, ihr sollt mich nicht so nennen. Alvin könnte sonst wo sein. Wir können ihn nicht finden. Was wollt ihr als nächstes vermasseln? Eieiei, Triss ist noch ein bisschen sauer auf uns, dass wir damals das Kind zu Shani gebracht haben und nicht zu ihr, wie es klingt. Ich meine, sie hat ein bisschen recht. Hätten wir das Kind damals zu ihr gebracht, hätte sie ihn, ja, oder ihm helfen können, seine Kräfte zu kontrollieren, was ihm vermutlich geholfen hätte. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, Alvin hat ja das Portal, sag ich mal, aus Angst geöffnet und er hat sogar das gute Dimeritum oder Dimeritium, ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht, Dimeritum überwunden, welches ja eigentlich Magie unterdrücken soll. Von daher glaube ich nicht, dass es jetzt so einen großen Unterschied gemacht hätte, wenn ich das Kind zu dir gebracht hätte, Triss. Naja, gut, aber hoffen wir mal, dass sich deine Laune wieder ein bisschen hebt, auf jeden Fall. Was meint ihr? Ist mit Alvin passiert. Um ehrlich zu sein, hätte ich nie gedacht, dass er das Dimeritum überwinden kann. Viele Zauberer würden sich daran die Zähne ausbeißen. Er ist eindeutig mächtig genug, um sich überall hin zu teleportieren. Vielleicht sogar durch die Zeit. Oha, das wäre natürlich gefährlich. Wenn er sich durch die Zeit teleportiert hat, dann können wir nichts machen. Aber er ist und bleibt ein Kind des älteren Blutes und Ciri konnte sich ja auch durch die Zeit und durch den Raum teleportieren. Das Problem ist halt, wir wissen dann nicht, ist er noch in der Gegenwart oder ist er in der Zukunft oder in der Vergangenheit? Und den Ort kennen wir auch nicht, also scheint Alvin erstmal verloren zu sein. Vielleicht begegnen wir ihm ja nochmal. Mal schauen, auf jeden Fall müssen wir mit Triss jetzt erstmal über Ada reden. Was denkt ihr über die Sache mit Ada? Sie ist eine Strege, Geralt. Wir wissen beide, dass sich Flüche nicht selbst wirken. Oh, also es ist auf jeden Fall wieder eine Strege, so viel ist klar, aber was meinst du damit, dass Flüche sich nicht selbst wirken? Irgendwelche Theorien? Als ihr vor Jahren den Fluch zum ersten Mal gebrochen habt, habt ihr der Prinzessin befohlen, eine Halskette mit Einschluss zu tragen. Wacholder, Ginster und Haselnusszweige sollten in ihren Gemächern verbrannt werden. Lasst mich raten. Irgendjemand hat die Halskette vertauscht und etwas Falsches verbrannt. Ja, jemand, der ihr nahe stand und das Geheimnis kannte. Velarad weiß vielleicht etwas. Denkt ihr, ich sollte dem König helfen? Auf jeden Fall. In gewisser Weise bin ich eine politische Gefangene. Ich könnte wegteleportieren, doch das wäre höchst unangemessen. Und ich muss mich hier noch um einige Angelegenheiten kümmern. Und das bedeutet konkret? Das kann ich euch nicht sagen. Im Moment bewege ich mich auf dünnem Eis. Wenn ihr Foltest mit der Striege helft, könntet ihr für mich eintreten. Dann könnte ich einige Dinge regeln und wäre frei. Wie hört sich das an? Wenn es das ist, was ihr wollt, Triss. Hab Dank, Geralt. Meine finale Auseinandersetzung mit den Salamandra rückt näher. Ich weiß. Ich möchte euch helfen. Wie? Habt ihr schon mal von einer Gnomenrüstung gehört? Ich würde einen fähigen Waffenschmied brauchen, um sie wiederherzustellen. Jemanden, der sich gut mit Metallen auskennt. Kalkstein. Er ist in Alt-Vysima. Sein Wissen ist beachtlich und er hilft euch bestimmt.
Okay, gut, das waren ja eine ganze Menge Informationen jetzt auf jeden Fall. Auf jeden Fall muss ich sagen, es gefällt mir Triston jetzt deutlich besser. Ich muss gehen. Sie scheint doch jetzt wieder ein bisschen netter zu uns zu sein. Ich meine, wahrscheinlich kann sie Geralt auch nicht lange böse sein. Immerhin liebt sie ihn, ja, wie wir wissen. Sie war wahrscheinlich einfach gekränkt, dass er sich für Shani oder dass wir uns damals für Shani entschieden haben. Aber prinzipiell was Großes mit Shani ist das ja jetzt auch nicht geworden, ne? Gut. Aber was uns Triss auf jeden Fall gesagt hat, ist ziemlich interessant. Denn sie ist der Meinung, dass Adda nicht von selbst wieder zur Striege wurde, sondern dass irgendjemand, ja, den Fluch prinzipiell erneuert hat, indem er das Amulett ausgetauscht hat, das sie getragen hat, und die falschen Stoffe verbrannt hat, die verhindern sollten, dass Adda wieder zur Striege wurde. Das ist natürlich eine ziemliche Anschuldigung, aber Volltest hat ja auch, oder beziehungsweise, es haben ja schon einige gegen Volltest integriert. Da ist natürlich die Frage, intrigiert ist das richtige Wort. Da ist natürlich die Frage, ob jemand sich auch dann an seine Tochter rangemacht hat und sie wieder zur Striege gemacht hat. Naja, okay. Das werden wir auf jeden Fall herausfinden, würde ich sagen. Weiterhin hat sie uns aber auch noch was ganz anderes Hilfreiches gesagt, nämlich der gute Kalkstein kann uns helfen bei Rabes Rüstung, der Rüstung, von Berengar gehört haben. Die können wir eventuell mit der Hilfe von Kalkstein herstellen, naja gut. Aber ich würde sagen, jetzt ist erstmal die Striege wichtiger, das heißt, wir reden erstmal mit Graf de Wett. Hexer! Graf? Keine Titel bitte. Begraben wir frühere Missverständnisse im Namen der höheren Sache. So sei es. Geralt. Der ist ja auf einmal ziemlich nett. Und das, obwohl er vom Orden der Flammenrose ist, die ja jetzt nicht besonders gut auf uns zu sprechen sind momentan. Fürchtet ihr nicht den Zorn des Königs, Devet? Wie kommt ihr darauf, Hexer? Volltest sah ziemlich wütend aus. Er sagte etwas von Blutvergießen. Er meinte eindeutig das Blut von Verrätern und Anderlingen. Vielleicht entlässt er jetzt endlich diesen Versager Velerath. Naja, ob Velerath so ein Versager ist, ich meine, Velerath hat schon ziemlich lange für König Volltest gedient. Ich glaube nicht, dass er so ein Versager direkt ist, sonst hätte König Volltest ihn, glaube ich, schon längst abserviert. Gut, aber jetzt zur eigentlich wichtigen Sache. Der König möchte, dass ich Adda von dem Fluch befreie. Das kann ich mir denken. Ihr hattet schon einmal Erfolg, auch wenn es euch fast das Leben gekostet hat. Das Auftauchen der Striege besiegelt Volltests Ende. Viele sagen, er hat die Götter beleidigt. Erinnert ihr euch, wie sie zum ersten Mal zur Striege wurde? Naja, Geralt hat ja sein Gedächtnis verloren. Von daher... Helft mir auf die Sprünge. Als Volltest jünger war, war er unersättlich. So sehr, dass er seine eigene Schwester geschwängert hat. Ihr Kind starb bei der Geburt, wuchs aber in seinem Sarg weiter heran und kam nur zum Fressen heraus. Dann seid ihr aufgetaucht und habt den Fluch gebrochen, aber offenbar nicht vollständig. Die Rückkehr der Striege beweist, dass die königliche Dynastie verflucht ist. Die Leute sind empfindlich, was solche Zeichen angeht. Kein Wunder, dass Volltest möchte, dass ihr die Striege tötet. Ich dachte, ich sollte den Fluch aufheben. Ihr sollt verhindern, dass die Striege ein Schandfleck für den König wird. Die Chance, den Fluch von ihr zu nehmen, ist minimal. Ich habe Gerüchte gehört, wonach eine zusätzliche Belohnung für den Tod der Striege ausgesetzt wurde. Ich bin nicht an Gerüchten interessiert. Das solltet ihr aber sein. Es ist eure Entscheidung, Hexer. Aber ihr solltet darüber nachdenken. Lebt wohl. Oha, das klingt ja fast so, als würde uns Devet anbieten, uns extra zu bezahlen, damit wir die Striege töten und nicht versuchen, sie von ihrem Fluch zu befreien. Naja, das ist natürlich, ich sag mal, ziemlich verdächtig, aber gut. Er sagt, dass die Striege, beziehungsweise dass Adda zur Striege wurde, weil König Volltest weil es das Kind von König Volltest und seiner Schwester ist. Aber, ja, das war ja auch, als die Striege das erste Mal auftauchte, war das ja die Überlegung. Aber das ist eigentlich gar nicht der Grund, so viel kann ich schon mal sagen. Verdammte das war damals zumindest nicht der Grund. Und man muss ja auch sagen, ich würde sagen, wir reden erstmal mit Velerath und dann erkläre ich ein bisschen weiter und hören uns mal an, was der noch so zu sagen hat. Seid gegrüßt, Geralt. Seid gegrüßt, Velerath.
Ich sah euch mit dem König sprechen. Es schien recht unangenehm zu sein. Es könnte schlimmer sein. Geralt? Ja, Velarath? Habt ihr kein bisschen Angst, Velarath? Der König schien wütend zu sein. Auf mich? Ich an eurer Stelle würde aufpassen, was ich sage. Ich habe Temerien mein Leben lang gedient. Wenn sie mich verurteilen, gehe ich hoch erhobenen Hauptes zum Galgen. Okay, und jetzt zur wichtigeren Sache, nämlich zu Adar. Der König hat mir von Adar erzählt. Es ist schrecklich. Ihr habt uns ja gesagt, der Fluch könnte wiederkommen. Könnt ihr ihn ein zweites Mal brechen? Ja, das ist die Frage. Das können wir noch nicht so direkt sagen. Ich meine, beim Werwolfsfluch von Vincent wurde uns ja damals auch gesagt, wir können den Fluch nur brechen, wenn wenn in Vincent quasi noch ein Hauch Menschsein steckt. Das müssten wir bei Adar natürlich auch erst überprüfen. Wobei ja damals war Adar ja auch mehrere Jahre lang eine Striege. Von daher vermute ich mal, dass der Fluch theoretisch brechbar ist. Wir werden sehen. Ihr scheint euch gut an das letzte Mal zu erinnern. Gewiss doch. Ihr seid von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang in dem alten Herrenhaus geblieben, wo die Striege ihren Sarkophag hatte. Der Lärm, den ihr gemacht habt, hat die halbe Stadt wachgehalten. Wir gingen im Morgengrauen zum Herrenhaus und sahen euch beide in einer Blutlache vor dem Sarkophag liegen. Ihr habt kaum noch geatmet, aber die Prinzessin war geheilt. Der Verräter Ostrid war tot, der König überglücklich. Ja, Ostrid war der Verräter. Fragen wir doch aber nochmal nach ihm. Wer war Ostrid? Er hatte den Fluch aus Eifersucht gewirkt. Er liebte die Schwester des Königs. Gibt es diesmal viele Opfer? Ich weiß nicht recht. Heutzutage liegen mehr Leichen herum, als Fliegen auf einem Dunghaufen sitzen. Wisst ihr, wo die Striege tagsüber schläft? Nein, aber sie wurde in Alvissima gesehen. Vielleicht jagt sie dort. Es wird nicht ungefährlich, die Prinzessin von dem Fluch zu befreien. Stimmt, aber der König hat so seine Mittel, euch zu ermutigen. Oh. Wir werden sehen. Das klingt nicht so gut. Macht, was ihr wollt, aber vergesst nicht, Foltest liebt seine Tochter über alles. Ich weiß. Geralt. Gut, also die Striege... Lebt wohl. Die Striege wurde also in Alt-Visima gesehen. Dann sollten wir uns ja mal aufmachen nach Alt-Visima möglichst bald und das mal ansehen. Unser barmherziger Meister empfängt euch jetzt, Herr. Geht nach oben in sein Gemach. Ich gehe sofort zu ihm. Alles klar, aber ich wollte noch ein bisschen was zur Striege erzählen. Und zwar, so ein bisschen was haben wir ja jetzt erfahren. Und zwar, wie gesagt, es war ja so, also wir haben ja schon erfahren, Ostrid war ja der Verräter. Den hat ja Geralt schließlich auch, sag ich mal, geopfert, um die Striege anzulocken und ein bisschen ihren Blutdurst für die Nacht zu stillen. Und es war halt so, Ostrid, wie Velarath sagte, liebte die... scheinbar die Schwester von König Foltest und war deswegen ziemlich sauer darauf, dass König Foltest mit seiner Schwester geschlafen hat und dementsprechend ein Kind gezeugt hat und verfluchte dementsprechend dieses Kind. Und bei der Geburt von Adar sind sowohl ihre Mutter, die übrigens auch Adar hieß, nur mal so nebenbei, sind sowohl die junge Adar als auch die alte Adar eigentlich gestorben, dachte man. Allerdings hat sich aus der kleinen Adar, aus dem kleinen Baby, mit der Zeit eine Striege entwickelt. Und ich glaube, nach so circa 7 Jahren ist sie das erste Mal rausgekommen und hat ja sich die ersten Opfer geholt. Und ich glaube dann, als Adar ungefähr 14 war, wurde dann schließlich der Fluch durch Geralt gebrochen. Und hat ihm ja, wie wir wissen, eine ganze Menge Ruhm eingebracht. Gut, aber jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zu König Foltest. Lassen wir den König nicht warten. Das wäre ja noch schöner, wenn wir den König jetzt warten ließen, ne? Der mag es bestimmt nicht, dass wir ihn warten lassen. So, Foltest, wo bist du? Ach, da vorne sitzt er. Hexer? Euer Hoheit. Schenken wir uns die Titel. Sprecht frei heraus. Ihr hattet Zeit, nachzudenken. Also, was meint ihr? Kann der Fluch von meiner Tochter genommen werden? Es ist möglich. Könnte der Fluch von allein zurückgekehrt sein? Unwahrscheinlich. Jemand muss ihn erneut gewirkt haben. Solltet ihr Erfolg haben, hätte Adar dann den Verstand eines Kindes? Das halte ich für unwahrscheinlich. Vermutlich wird sie sich an alles vor ihrer Verwandlung erinnern. Ihr haltet es für unwahrscheinlich. Das macht es nicht einfacher.
Geralt tut alles Menschenmögliche, um den Fluch von ihr zu nehmen. Gelingt euch das nicht, dürft ihr sie töten, ohne meine Rache fürchten zu müssen. Als ich euch das letzte Mal vertraute, habt ihr mich nicht enttäuscht. Habt Dank, Euer Hoheit. Dankt mir noch nicht. Wenn ihr erfahrt, wer den Fluch gewirkt hat, sagt es mir und keinem anderen. Solltet ihr erfolgreich sein, gewähre ich euch jeden Wunsch. Im vernünftigen Rahmen natürlich. Falls ihr sie töten müsst, tut es schnell und sauber. Wenn ihr aber scheitert und meine Tochter leidet, werden auch alle leiden, die euch nahestehen. Ich verstehe, Euer Hoheit. Gut. Euer Hoheit, noch eine weitere Krankheit wütet in eurem Reich. Und die wäre, Hexer? Ich habe eine Organisation untersucht, die als Salamandra bekannt ist. Meine Tochter ließ sich mit ihnen ein, das dumme Ding. Ich bereue, dass ich je fortging. Velerath sagte, ihr hättet ihre Reihen stark dezimiert. Das ist löblich. Ich kann doch davon ausgehen, dass ihr die Sache zu Ende bringt. Genau das habe ich vor. Eins noch, Hexer. Vergebt mir, aber ich ließ euch beschatten. Ich erhielt einen Bericht über euer Privatleben. Euer Hoheit. Ihr müsst wissen, dass ich das keineswegs aus lüsterner Neugier getan habe. Ich wüsste gern, warum ihr bei den jüngsten Ereignissen Shanis Hilfe in Anspruch genommen habt. Welche Rolle spielt diese kleine Medizinerin in diesem ganzen Chaos? Aha, König Voltest hat uns also beschatten lassen. Das ist ja nicht so nett und er weiß sogar von Shani. Interessant, aber ich wollte erstmal noch auf eine kleine andere Sache eingehen. Und zwar, warum Voltest gefragt hat, ob Adam nach der Rückverwandlung, also nach Aufhebung des Fluches eventuell, den Verstand eines Kindes haben könnte, liegt einfach daran, nach der ersten Rückverwandlung hatte Ada den Verstand eines Kindes, aber dass es diesmal wieder der Fall ist, ist ziemlich unwahrscheinlich, denn damals war der Grund dafür ja eigentlich, dass sie nie wirklich ein Mensch war. Sie war ja prinzipiell schon als Striege geboren worden und hatte deshalb niemals irgendwas Menschliches gelernt und deswegen hatte sie, obwohl sie vom Körper her 14 war, geistlich war sie eben noch wie ein Kind und ja, musste das Ganze eben nachlernen, aber sie ist ganz stattlich geworden, muss man ja sagen. Und deswegen vermute ich auch nicht, dass sie diesmal, sollten wir den Fluch brechen können, wieder eine, ja, den Verstand eines Kindes haben sollte. So, aber jetzt noch die wichtigere Sache. Er hat also uns beschattet und er will jetzt wissen, was wir mit Shani zusammentun. Also ich würde sagen, das Erste, dass das nur uns etwas angeht, das will ein König wahrscheinlich weniger hören, sag ich mal. Dass sie ein Liebespaar sind. Also ich meine, klar, Shani liebt Geralt. Geralt liebt eventuell auch Shani. So viel kann man jetzt noch nicht so direkt sagen. Aber Geralt hat sich ja eigentlich gegen diese Partnerschaft, beziehungsweise ja gegen, ja, doch, gegen die Partnerschaft mit Shani hat sich dagegen geweigert, denn er will Shani nicht weiter unnötig in Gefahr bringen. Wie wir ja wissen, von daher würde ich fast sagen, zumal das auch dazu führen würde, dass Voltest sie wahrscheinlich in Ruhe lässt. Shani ist eine Freundin. Sie hat nichts damit zu tun. Wirklich? Ritter Sporn ist auch euer Freund und doch behandelt ihr ihn völlig anders. Naja, wie auch immer. Ich denke, sie ist keine Gefahr für Temeriens Interessen. Denke ich auch nicht. Wenn ihr nach Visima wollt, sprecht mit meinem Kämmerer. Ich werde eine Weile nicht im Schloss sein. Wendet euch an Velerath, wenn ihr noch etwas braucht. Das werde ich tun. Lebt wohl, Euer Hoheit. Da wäre noch etwas, Hexer. Ja, Euer Hoheit? Es ist, nun ja, vertraulich. Und deshalb müsst ihr schwören, dass diese Worte niemals nach außen dringen werden. Ich werde sie mit ins Grab nehmen. Meine Spione haben mir erzählt, dass ihr Poker spielt. Und, es ist schwierig, bei Hofe würdige Gegner zu finden. Sie fürchten, ich würde sie köpfen lassen, wenn ich verliere. Wollt ihr spielen? Ja, wir können jetzt tatsächlich noch Würfel gegen den König spielen, weil wir eben ein so unglaublich berühmter Würfler geworden sind. Und ich glaube, diese Ehre lassen wir uns natürlich nicht entgehen. So, aber ich denke, wir gehen jetzt nicht zu hoch rein. Ich hoffe, ich gewinne das Ding gegen den guten König. 2-5, das ist ja schon mal nichts allzu Schlechtes. Und 2-2. Ja, 2-2 und 2-3. Ah, ist jetzt nicht ganz so geil. Ich überlege jetzt, soll ich auf 3-5 gehen? Ich glaube, ich gehe auf 3-5.
Ja, nee, ich glaube, ich gehe auf eine 5 oder eine 2 und hoffe, dass ich eine von beiden würfel. Jawohl, damit ist es schon mal ein Full House. Ich glaube, wenn er jetzt keine 3 würfelt, dann sollte das gewonnen sein auf meiner Seite. Oh, scheiße. Och, wirklich. Der hat echt die eine 3 gewürfelt. Die eine 3, die ihm gefehlt hat. Ich glaube, es ist doch unfair hier. Okay, 3 und 1. Und er hat 3 und 2. Och, ich glaub's nicht. Ach, na komm, vielleicht haben wir ja diesmal Glück. Nee, das haben wir verloren. Wow. Wow. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Ach, haben wir gegen König Voltest verloren. Na super. Und ich glaube... Ich muss mich ja, genau, wir können auch nicht nochmal gegen ihn spielen. Schade. Naja gut, haben wir das... Ja, ich könnte nochmal neu laden, ne? Aber naja gut, haben wir das verkackt. Ach, aber ich hatte auch ein Pech, das ist ja fast unfair. Naja gut, was soll's, kann man jetzt nicht mehr ändern. Ich wäre ein Land voller Idioten. Ja, das tust du natürlich, Voltest. Ich würde sagen, wie wir uns nach Vysima aufmachen und uns dort mal ansehen, ob wir was über die Striege in Erfahrung bringen können und ob wir Shani finden, ob wir den Anführer der Salamandra finden und so weiter. Das alles seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play The Witcher. Bis dahin. Ciao.